Ihnen fehlen einige Sender in Ihrer Programmliste oder Sie empfangen einen neuen Sender nicht, dann müssen Sie eine Programmlistenaktualisierung durchführen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in dem folgenden Video. Mein Name ist Stefan Müller von der Neuen Löwe Galerie in Bonn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Video. Warum müssen Sie eine Programmlistenaktualisierung durchführen? Nun, das ist ganz einfach. In dem Fall zeigt uns der WDR vor dem WDR-Symbol alt an. Das bedeutet, dass einfach die Sendefrequenz sich geändert hat. Um die Aktualisierung durchzuführen, drücken Sie die Taste Home oder diese kann auch als Media-Taste bezeichnet sein. Wechseln unten auf das kleine Zahnrad. Dieses tun wir, indem wir die Teller-Taste nach unten 5-mal drücken. Im Anschluss wechseln Sie auf weitere Einstellungen. Dafür drücken Sie den Teller 2-mal nach rechts. Bestätigen das Ganze mit OK und wechseln dann auf den Reiter Sender durch 2-maliges Drücken der Teller-Taste nach unten. Wieder bestätigen mit OK. Wir bleiben in dem Fall bei automatische Suche der TV- und Radiosender, bestätigen dieses vormarkierte auch wieder mit der Taste OK. Nun zeigt er uns an den Standort, das ist bei uns in dem Fall jetzt Deutschland, den Satelliten ist der Astra, könnte aber auch der Eutelsat, der Hotbird oder ein anderer Satellit sein. Wir gehen in dem Fall auf die Sucheinstellungen ändern. Dafür drücken wir mit dem Teller 2-mal nach rechts, bestätigen das Ganze mit OK, um die Einstellungen anzupassen. Bei uns ist es in dem Fall Satellit, ist schon voreingestellt, das heißt, wir bestätigen das Ganze, das weiß markierte, mit OK. Dann zeigt er uns an Astra LNC. Wir empfehlen immer, auf die Standardliste zu wechseln. Das hat ganz einfach den Hintergrund, wenn ihr Astra LNC wählt, habt ihr eine vorgefertigte Senderliste von dem Satellitenanbieter, in dem Fall Astra. Deshalb wechseln wir auf Standard, indem wir mit dem Teller einmal nach oben wechseln und einmal nach unten wechseln und das Ganze, wie fast immer, mit OK bestätigen. Nun wechseln wir mit den Pfeiltasten nach rechts durch einmaliges Drücken in die nächste Seite. Hier zeigt er uns nun an, ob wir verschlüsselte Sender suchen wollen, ob wir das Suchverfahren ändern möchten zwischen Netzwerk und Frequenzsuche, die Symbolrate und die Logik Channel Number. Wir haben in dem Fall keine verschlüsselten Sender. Sollten Sie verschlüsselte Sender haben, dann bitte auf jeden Fall auf Ja wechseln. Die Netzwerksuche lassen wir, die Symbolrate lassen wir auch und auch hier unten die Logik Channel Number lassen wir so, wie sie steht. Das heißt, wir könnten jetzt hier unten schon wieder auf den Pfeil nach rechts drücken und das Ganze bestätigen. Nun sind alle Einstellungen vorgenommen und wir können den Suchlauf durch Wechseln mit dem Teller nach rechts, in dem Fall 3-mal, und Bestätigen der OK-Taste nun durchführen. Die Programmlistenaktualisierung ist abgeschlossen. Er macht jetzt noch eine Vorsortierung der Sender. Das dauert auch einige Sekunden. Jetzt zeigt er uns an, dass die automatische Suche abgeschlossen wurde und er 40 und 31 neue Radio- und TV-Sender gefunden hat. Wir bestätigen das Ganze in dem Fall wieder mit der Pfeiltaste. Hier zeigt er uns nun die neuen TV-Sender an. Dieses bestätigen wir wieder mit der Pfeiltaste nach rechts. Hier zeigt er uns die nicht mehr gefundenen Sender an und die könnten wir auch markieren, wenn wir diese Sender löschen möchten. Wir lassen jetzt die Sender drin, bestätigen das Ganze mit der Pfeiltaste nach rechts und wechseln nun zu den neu gefundenen Radiosendern. Diese lassen wir auch jetzt alle in der Liste drin, bestätigen es wieder mit der Pfeiltaste nach rechts und jetzt würde er uns Radiosender anzeigen, die nicht mehr gefunden sind. Auch hier hätten wir die Möglichkeit, einzelne Sender zu markieren, damit diese aus der Programmliste entfernt werden. Wir bleiben jetzt bei den Einstellungen, wie sie sind, bestätigen es wieder mit der Pfeiltaste nach rechts. Damit ist die Aktualisierung abgeschlossen. Jetzt kann es allerdings sein, dass einige Sender noch nicht an diesem Sendeplatz sind, wo sie natürlich für ihre Wünsche sein sollten. Sie das wissen möchten, wie Sie das durchführen, haben wir dafür ein Video, in dem wir eine Programmliste sortieren. Wir hoffen, Ihnen hat das Video gefallen und Sie konnten die Programmlistenaktualisierung erfolgreich durchführen. Wenn Sie noch Fragen zu Löwe-Produkten oder zu unseren Videos haben, kontaktieren Sie uns doch gerne über unsere Rufnummer, unsere Homepage oder kommen hier bei uns in der Löwe-Galerie in Bonn vorbei. Deshalb sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.